und greife beide Ärmel im Taschengriff und arbeite jetzt in die Lassungard. Dabei ist es wichtig, dass ich mich auf meine Körperseite lege, um dann mit dem Spielbein beweglicher zu sein. Ich führe nun das Bein von oben über seinen Arm und hake mit dem Fuß hinten unter seine Achsel ein. Nun ist es wichtig, dass ich den Zug hier halte und meinen Ellenbogen zur Rippe führe und jetzt meinen Körper zurück in die Mitte drehe. Dadurch breche ich ihm sein Gleichgewicht. Ich gehe zurück, löse mein Bein und starte wieder aus der Anfangsposition. Nun ist die andere Seite dran.